Willkommen zu einer Special-Ausgabe des Half-Life 2 Let's Plays. Und zwar werde ich jetzt versuchen, dieses Achievement Zombie Chopper zu erfüllen, indem ich jetzt direkt Ravenholm neu starte und versuche, mit der Gravity Gun mich durchzuschlagen. Das finde ich doch eine interessante Idee und irgendwie lässt mich das nicht mehr ganz los. Deswegen möchte ich das jetzt einfach an dieser Stelle mal ausprobieren. So, Waffe weg. Wir haben unser erstes Instrument, mit dem wir uns durchschlagen können. Na gut, steigen wir direkt auf Fässer um. Auch nicht. Okay, das Aiming sollten wir dafür noch ein bisschen üben. Eins nicht. Wie weit wir kommen. Und eigentlich sollte das nicht sonderlich herausfordernd sein. Die Stadt hat ziemlich viele Fässer und Pfeilen und Krams, die uns das Ganze etwas erleichtern. Aber wir gucken mal. Nichtsdestotrotz finde ich die Idee lustig. Das ist in den Kopf gesetzt. Warum stirbt er? So. Oh, das stimmt ja gerade, aber noch nicht. So. Das Problem der Säge ist, dass öfters mal die Au, fuck. Okay, wir sind runter auf 5 HP, aber wir sind nicht gestorben, das ist schon mal gut. So viel dazu. Ich bin gespannt, ob das Achievement noch zählt, wenn wir zwischenzeitlich mal laden müssen. Aber warum eigentlich auch nicht, ne? Warum sollte das nicht mehr zählen? Bleibst tot, beziehungsweise liegen. Bleib mir vom Hals fass. So. Jetzt brauchen wir irgendwas zum Werfen. Komm, Schrank, du bist super. Na ja, gut. Den macht er uns sehr. Hat das auch, another life to save? I'll keep my eye on you. Einfach nur weil wir das letzte Mal nicht gemacht haben, musste ich ihn jetzt auch einfach eben anzünden. Aber anders als wir damals vermutet haben, gibt das kein Achievement. Okay, anders als ich vermutet habe. Naja, ich weiß wieder, wie es weitergeht. Wir mussten hier das ausmachen, da hinter war die Tür. Komm, wir können jetzt noch. Ups, das auch. Bup.
möchte gerne diese Säge mitnehmen. Die scheint mir geeignet. Folge mir, Säge. Ja, wollt ihr noch wieder aufstehen? Nee, ihr seid halt tot. Nee, nicht alle. Ach gut. So, jetzt ist unten das Ding offen. Wunderbar. Ups, das war, nee, das wollte ich nicht mehr nehmen. Nur das hier. Eine neue. Ja. Das Schwimm müssen wahrscheinlich auch nicht alles töten. Laufen wir mal weiter. Ist hier irgendwas ganz interessant, um sie zu töten. Noch mal anzünden reicht sicherlich. Ja? Alternativ können wir natürlich auch diesen Weg hier nutzen. Na komm mit. So, sonst machen wir das wieder aus. Ich möchte hier ungern selber daran zugrunde gehen. Und dann geht's weiter hier. Da war die nächste Leiter. Hoch, hoch, hoch. Gerade rüberspringen. Dann ging es hier weiter. Ich höre mir jetzt nicht mehr sämtliche Ansagen an. Wir haben ja keine Zeit, ne? Das war ein Glückstreffer, sag ich mal. Oh, die meisten brennen, sehr gut. Hey. Müsste so springen können. Jetzt zieh mal weiter. Irgendwas zu werfen wäre jetzt nett. Haben wir hier nicht. Na gut. Ne, was ist hier drin? Nix, na schön. Ja, wir wissen ja, wo wir weiter müssen, ne? Ja, red mal weiter. Und der zweite Tod. Ich versuch's trotzdem nochmal mit dem Fass, das ist natürlich sehr pfiffig von mir. Ja, ist ja gut. So, alle zufrieden? Noch nicht?
Meine Güte. Nein, du sollst jetzt vom Hals fass. Okay, müssen wir so. Und sagt uns gleich, dass wir komplett verkehrt sind. Und hier hat er gerade schon, ne? I care not, for thou art my helper, my strength. Jetzt habe ich natürlich nichts mit hochgenommen, damit ich den besiegen könnte. Aber hier liegt ja überall was rum. So, nehmen wir die erstmal mit da. Damit ist es doch viel angenehmer. Hauptsache. Sehr schön. Dann gibt es nochmal so ein Ding ab. Gucken wir mal die nächsten. So. Ich ignoriere euch jetzt einfach. Ups, das war. Ob wir ein Steinchen mit hier reinnehmen wollen, wa? Anmalen kann ich die, aber das hilft mir nur begrenzt. Ah, hier haben wir so eine Heizung. Anders als ich ursprünglich dachte, kann ich die Waschmaschine nicht benutzen. Oder schlage ich hier auf den Heizkopf. Mindestens genauso gut. Wenn nicht sogar noch Aua. Zwei mit einem Streich. So. Okay, so auf den Dächern wird das bestimmt lustig. Hallo. Gegen den habe ich gerade nichts, was ich dem an den Kopf werfen könnte. Nein, ich will ihn nicht benutzen. Dann geht's weiter. Wir versuchen aber, den wegzulaufen. Das könnte auch funktionieren. Zumindest zum Teil. Ach fuck, wir müssen da rüber. Na gut. Okay. Aber wir merken, wir sollten immer zumindest einen so eine Säge mitnehmen. So, ging es jetzt nochmal hoch. Bäge mitnehmen. Hier ging es hoch, ja, wieder hoch. Kein Problem. Ja. Ist die Frage, was wir später oben machen, wenn wir auf Gregorius warten vor dem Pluto. Das wird knifflig. Da kommen wir nicht großartig weg. Hier ist auch nichts drin. Oh oh. Hallo.
Du verbrennst gerade. Magst du nicht einfach verbrennen und tot sein? So ist brav. Also ein bisschen helfen sie ja schon mit, die kleinen Krakache. So. Dupdi-dupdi-dupdi-du. Denkt euch mal ein bisschen Warteschleier, weil war schon Musik. Oh oh. Die Viecher sind schon auch ein bisschen lustig. Ach, das geht sogar. Ich habe erwartet, dass sie schlimmer sind. Naja. So, weiter geht's. Screen, oh, gerade Screen. Ja, du drehen wir jetzt mal so ein bisschen hier, oder? Muss ja nicht alles bekämpfen. Jetzt hätte ich wieder kein Hinweis dabei. So. Da ist noch Pelz. Ich wollte springen. Nein, ich wollte das auch nicht. Ja, ja, ihr dürft da ruhig ein bisschen rumspringen. Macht nichts. Ich laufe. Jetzt machen wir den Sprung so geschafft. Ah, was ich noch ausprobieren wollte, ist jetzt mal. Und vielleicht. Nee, kann man nicht. Oh. Nein, dürfen wir nicht. So. Sprung wieder geschafft, wunderbar. Weiter. Säge. Säge. Ich glaube, das ist auch okay. Kann auch mal damit schießen. Hauptsache, es stirbt alles. Ein Stühlchen in die Schnauze. Da wartet nichts mehr auf uns. War doch nur Säge mehr. Ne, gut, doch, da. Nicht da, ja. Ah, nehmen wir jetzt aber nicht alle mit. Dann müssen wir gleich eventuell nicht so weit laufen, falls wir doch welche brauchen. Hier ist ein alles Ding. Na gut. Jetzt muss mal. Du bist schon tot. Ach, das erklärt natürlich, warum du nicht stirbst. muss man eigentlich oben lang? Doch. Hab ich die hier runtergeschmissen? Das wollte ich natürlich nicht. So, hier muss man gleich aufpassen. Hier sind wir schon mal gestorben. So, uns. Können wir uns eine neue Säge holen? Ah, ist auch so weit weg, Alter, ne? Ah. Hier rein. Ups, ist er. Reicht dir das noch nicht? So. Ja, gleich das Warten auf den Pastor, dass er da
Ding holt, das wird lustig. Da weiß ich hier nämlich. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier überleben soll. Ah, there you are. Kannst du nicht wieder aufmachen und mich irgendwie retten? I will send the cart for you, brother. It will be but a moment. Patience, brother. Vielleicht kann man denen ausweichen, wenn die springen. Aua. Ich kann mich einfach im Kreis kiten. Das klappt erstaunlich gut. Oh Mann. Zombie-KI. Ah, der Wagen kommt auch schon. Ist die Frage, was die gleich machen, wenn ich in den Wagen springe und losfahre. Speichern mal kurz schnell. Das sollte ich gleich nochmal machen, wenn der Wagen oben ist. Und mal gucken, ob man den erst losfahren lässt und dann hinterher reinspringt oder ob man direkt rein darf. Und die einen da nicht stören, weil die das nicht können. Ich bin mal gespannt. Im Endeffekt ist das hier gerade sehr amüsant. Sehr gut. So, speichern. Ich bringe ich erst rein. Nee, der möchte nicht mitfahren. Umso besser. Das gefällt mir gut. Greetings, brother. And so we meet at last. You are to be commended for avoiding my traps. The work of a man who once had too much time on his hands and now finds time for nothing but the work of salvation. I suspect you have little wish to remain in Ravenholm, so I will show you to the mines. As for me, a shepherd must tend to his flock, especially when they have grown unruly. Follow me, brother, and tread lightly, for this is hallowed ground. Ich weiß gerade nicht, ob die Minen noch dazu zählen. Das sind die Minen von Ravenholm. Nochmal gucken. Ich hoffe, dass wir gestorben sind, tut dem Ganzen keinen Abbruch, sonst muss ich das ja normal machen. Dann werde ich das ja nicht hochladen, so unfair wie ich bin. Ja, Pater, du darfst schießen, ne? Ich darf nicht. Mal gucken, was da steht. Das war ganz unten. Und das hieß einfach nur Gravity. Nee, Hide Chief, genau. Only Gravity Gun, genau. Ich habe die anderen wohl mal in der Hand, aber ich habe sie nicht benutzt. Er schießt doch, Pater. Ich kann dir gerade nicht helfen. Ja. Ja, ich helfe dir. Woe betide thee, child! Stay close to me, brother. Ich glaube, du schaffst das wohl, aber dann helfe ich dir halt. So, komm mal mit. Und da steht True Ravenholm, ja. Das ist die Frage, ob die Minen dazu zählen. Nix für den Head, für den Togo. Wo sind jetzt die ganzen Dinger hin? Ah. Was ist das denn? Das ist ja kacke. Ja, ja, kein Problem, bisher. Ein Backstein soll mir erreichen. Hab dich nicht so.
I remember your true face. Oh, hier. Ich kann mich nochmal voll hier. Oh, fuck. Na toll, du hast mir ganz fester gekillt. Ein Zombie. Müssen wir hier warten, bis das ganze Feuer weg ist. Ach, sehr klasse da hingelegt. Ah, ich schieße den jetzt noch nicht weg, den Stein. Den könnten wir vielleicht noch brauchen, wenn was näher kommt. Wie der da zum Beispiel. Ein bisschen flüssig der Sound da, naja. Ups. Ein klein bisschen komisch sein ist ja okay. May the light of lights be with you. Das ist natürlich immer. Ups, das war. Ja, komm, mach auf. Hurry, while I hold the gate. Ja, klar. Du machst das schon. Jetzt kommen die ganzen Pop-ups hier, ist ja grausam. Na egal. So. Au. Scheinbar gehören die Minen noch dazu, aber durch die kann man auch relativ einfach durch. So, wie machen wir es am besten? Die Anzahl der Fässer ist begrenzt. Das hat jetzt ein bisschen weh, aber ich glaube, es hat sich trotzdem gelohnt. Mal gucken, da ist noch ein schönes Fass. Dass wir gut rankommen. Ups. Nee. Da müssen wir lang, da hinten muss man irgendwie drüber, ne? Wer springt denn da noch auf mich? Ach, hier da unten. Oh, die beiden sind schon mal weg. Müssen ja auch nicht alles killen, das steht da ja nicht bei. Also laufe ich jetzt einfach mal durch. So. Hau die beiden noch weg. Ups, ist er. Naja, gut, macht nichts. Wir müssen eh runter. Ich weiß nicht, ob ich gegen den ankomme. Aber wir gehen einfach mal so weiter. Da mussten wir ja eh nicht hoch, haben wir letztes Mal gesehen. Hier können wir uns das Ding zu Hilfe nehmen. Kika! Dann haben wir es eigentlich auch schon fast geschafft. Wieder hoch. Wollen da nicht selber drin stehen. Letzte Mal, das eine Mal reichte. Oh. Wir warten auch eben, dass er wieder hochkommt und uns den Weg frei macht. Ah, ups, das war sehr geil.
So, fahr wieder runter. Sehr schön. Die ignorieren wir einfach. Und eigentlich sollten wir es jetzt geschafft haben, oder? Yay! Sehr schön. Ja, das war das erste Special. Während ich eigentlich das Let's Play noch nicht fertig habe, habe ich gedacht, dieses Achievement, das juckt mich doch in den Fingern, das möchte ich machen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Tschüss!